Und als letztes zu meinen Schwestern. Liebe Schwester, zieh dich richtig an. Oder lass dich nicht lenken von dieser Dunja, lass dich nicht lenken von Shaitan, lass dich nicht lenken vom Westen und vom Fernseher, der dir sagt, du musst dich schön machen. Denn das Schönmachen ist genau das Gegenteil von was Al-Hijab bedeutet. Al-Hijab bedeutet, dass du deine Schönheit versteckst vor den Wölfen auf der Straße, vor den Hungrigen, vor den Frevlern. Dass deine Schönheit nur für deinen Ehemann ist. Damit dein Ehemann auch nur Interesse an dich hat. Und du nur an deinem Ehemann und die Familie geschützt ist für die Ewigkeit. Und dadurch auch die Gesellschaft geschützt wird. Deswegen, yani, bedecke dich auf der Straße. Bedecke dich, wenn du rausgehst. Für Allah Azza wa Jalla an allererster Stelle. Weil Allah Azza wa Jalla es dir befiehlt. Wallahi, was hast du davon, liebe Schwester? Wenn du hier deine Blöße zeigst auf der Straße. Damit der eine oder andere dir eine Bestätigung gibt, dass du hübsch bist. Aber im gleichen Augenblick ist Allah Azza wa Jalla der Erhabene. Allah, den du brauchst am Tage der Auferstehung. Du brauchst seine Vergebung. Du brauchst seine Barmherzigkeit. Du brauchst seinen Schutz. Der Einzige, der dir helfen kann und wird, ist Allah Azza wa Jalla. Was ist, wenn die Leute dich ansehen und mit dir zufrieden sind, aber im gleichen Augenblick ist Allah zornig auf dich? Wie kannst du damit leben, liebe Schwester? Wie kann dein Herz damit zufrieden sein? Schämst du dich nicht vor Allah, der dich erschaffen hat, der dir alles gegeben hat, der dich recht geleitet hat? Schämst du dich nicht vor Allah Azza wa Jalla, der dir alles gegeben hat, dass du rausgehst im Zorn von Allah und du kommst rein im Zorn von Allah? Und du bist in die ganze Zeit, wenn du auf der Straße bist, bist du im Zorn von Allah Azza wa Jalla. Wenn du stirbst, das ist ein schlechtes Zeichen in dieser Situation.